Guten Tag zusammen. Ich habe Besuch bekommen, weil wir. Nee, bei der erste war das anders. Wir haben. Doch, du kamst einfach so, weil du mir Sachen wiedergebracht hast. Den Ja. kennt ihr vielleicht. Moin. Ja. Marc ist vorbeigekommen und hat mir Werkzeug zurückgebracht, was ich euch geliehen hatte. Das Problem an der ganzen Sache ist, das ist jetzt echt verdammt lange her. Ich glaube, das war fast 2 Jahre bei Ich euch oder weiß es, ich so. wusste gar nicht, dass wir den hatten. Ja, ich habe das Jens gegeben gehabt, weil er brauchte das für irgendwas. Ja. Oder du? Ich weiß es nämlich nicht Nee, mal. ich habe nie in Hand gehabt. Nicht? Ja, gut, dann war es Jens halt. Bei euch kommt es ja auch nicht weg. Von daher habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das. Du hast es ja auch direkt gefunden. Ja. Von daher. Ich wette, das war in dem grünen Regal. Es Ne? war im grünen Das Regal. habe ich immer gesehen. Immer, wenn ich da war, habe ich es gesehen. Von daher. Aber nie mitgenommen. Stimmt. Ja, wir haben, ich sag mal, gute News quasi. Ich habe gestern. War ich doch, war gestern, ne? Ja, Gestern, okay. ja. Gestern war ich mit Paul unterwegs vom Foliwerk und wir haben, ja, wir haben uns was angeguckt. Ich kann mal ein paar Bilder einblenden. Da ist eine Auflösung von einem Geschäft. Ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber, ne? Ich meine, ihr kennt das sowieso dann. Und zwar habe ich da, wie viel gesagt, 15, ne? 15, Ich habe sagtest du, ja. 15 Schwerlastregale gekauft für einen. So, du sagst, unschlagbaren Preis eigentlich. Unschlagbarer Absolut. Preis, also nicht Schwerlastregale Baumarkt, Nein, nein, sondern nein, nein, sowas. Schwerlastregale Sowas hier. Warte. muss man ja dabei Genau, sagen. genau. Na, du Nicht blendest die Bilder ein, sagtest du aber. sowas hier, Nein. sondern sowas hier. Ne? Also so richtige, richtige Schwerlastregale. Ich weiß, das sieht unordentlich aus, aber solche Regale. Ne? Mit mindestens 2 Ebenen, also 4 Traversen pro Regal und davon 15 Stück. Also. Kann man da mal arbeiten? Also da kann man auf jeden Fall mal mit arbeiten. Das ist zwar im Nachhinein trotzdem relativ viel Geld, wenn man das so sehen will, aber es sind 15 Regale, a 2,45 Meter Breite. Und der Marc hat mich auf eine Idee gebracht hier, wie das Ganze hier ein bisschen optimaler zu nutzen ist. Wir haben halt überlegt, was kann man machen. Ihr seht, wir haben hier 2 Bühnen stehen. Einmal Bühne da, Bühne hier. Die kleine Bühne sollte eh theoretisch irgendwann weichen. Gegen eine große ausgetauscht werden. Das ganze Problem an der ganzen Sache ist, die Bühne, die große Bühne ist breiter. Die ist, glaube ich, fast einen Meter breiter insgesamt. Ich weiß nicht ganz genau. Ja, sieht dann aus. Lass es 70 Zentimeter sein. Ich habe mir hier zwischen den beiden Bühnen ja relativ viel Platz gelassen, dadurch, dass die eine nach vorne versetzt ist, damit man hier mit einem Motorkran durchgeht. Weil wir haben ja hier die Seile auf dem Boden. Habt ihr auch so, ne? Haben wir auch Genau. so. Das ist natürlich für einen Motorkran sehr kontraproduktiv. Yep. Deswegen ein bisschen Platz dazwischen, dann konnte man hier schön mit dem Motorkran durchfahren. Alles super. Die Idee war ja schon mal gut. Das Problem ist, wenn ich jetzt die große Bühne hier hinstellen wollte, müsste die erstens ein Stück weiter an die Wand, was nicht so klug ist, soweit ich weiß, mit dem Boden. Würde ich auch nicht so tun. Du Also würdest ja immer noch mehr, vorbeiwischen können, ne? genau, ja, nee, auch generell soll das nicht so gut sein, weil die Wand ja da nicht so stabil ist, quasi wegen dem Knickpunkt. Boah, das würde ich jetzt also relativ unproblematisch ansehen. Okay, lassen wir das erstmal. Auf jeden Fall müsste die trotzdem weiter rüber. Aber das würde nicht reichen, die Seite da, wenn man die ganze Wand machen würde. Das würde nicht reichen. Vor allen Dingen ist dann schwer auf der Seite zu arbeiten, das ist hier fest. Das heißt, hier müsste sie doch weiter darüber. Und das würde wieder den Platz hier verringern. Dann stehst du Quasi, hier. genau, bis zum Müllberg, ganz genau. Ja, mindestens würde ich sagen. So, dann kommst du ja schon, wenn ich mal gescheit Nee, durch. keine Chance mehr. Dann hatten wir die Idee, die Bühne da hinzustellen. Das ist jetzt auch die letzte Idee, weil die ziemlich gut ist tatsächlich. Das werden wir gleich alles ausmessen, ob das zu 100% passt. Ich werde theoretisch dadurch einen Stellplatz da verlieren. In der Theorie, ne? In der Theorie. In der Theorie würde ich einen Stellplatz verlieren. Schaffe einen Arbeitsplatz aber. Ein Arbeitsplatz ist mehr wert als zwei Stellplätze. So muss man jetzt hier rechnen quasi. Arbeit hast du immer, ja. Genau. Das heißt, wir werden hier quasi in der Mitte die Bühne hinstellen. Das Ganze ist dann auch noch wieder ein bisschen problematisch, weil ihr seht, der Bus steht ganz, 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 ganz an der Wand. Das heißt, wir haben hier keinen großen Überstand nach vorne möglich. Das würde bedeuten, in dem Fall hier würde keine Werkbank hinten an Kopfseite Platz finden. Das ist jetzt aber auch nicht das Problem, weil wir können ja mit der Säule hier hingehen und schaffen uns auf der Seite so viel Platz, dass wir da eine Werkbank hinmachen können. Zum Bleifisch, ja. Ist korrekt, ne? Also wenn mein Gedanken jetzt richtig ist, unterbreche mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, ne? Die Möglichkeiten werden sich sowieso noch gleich mal in diverse Richtungen entfalten, Genau, denke wenn wir ich. messen, genau. Es gibt sowas wie mobile Arbeitsbänke auf Rollen. Die Das, kannst du dir genau. schieben, wie du Ja, habe ich da willst. hinten eine. Die habe ich einfach eine normale genommen und einfach Rollen runtergeschraubt. Also, und die gibt den Feststellern, das reicht allemal. Ja. Mark hat hier so Werkzeug mitgebracht zum Messen und sowas, ne? Also wir machen hier gleich ordentlich mit Messeritis, ne? Messeritis, ja. Ja. Das ist erstmal der Plan. Also das dazu. Da haben jetzt doch die Regale keinen
keinen Bezug zu. Das Ding ist jetzt, dass wir jetzt quasi vorhaben, dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Trichter auf der Seite. Den Stellplatz. Genau. Also komplett quasi die Breite, die Bühne bleibt unangetastet, die bleibt. Und jetzt kommt's. Jetzt fangen wir schon mal an hier. Ungefähr hier. Das ist das 2 Meter groß? 2,50 Meter in etwa. Lange. Das könnte ja schon mal sehr geil werden. Wir können auf jeden Fall noch weiter rüber. Das geht. Wenn du dann noch 30er. Nein. Die 270. Doch, ich habe ja die 270er. Ich mal gucken, die würde ich vielleicht daneben. Dann müsste von der Stelle sein. Ja. Aber ja. Also warte, um euch kurz aufzuklären, ich habe 15 Regale gekauft, davon sind 12. 2,45 Meter Innenmaß und drei Stück, beziehungsweise sind halt vier Ständerwerke und dreimal Traversen, weil die in einer Reihe aufgebaut sind, also sprich zwei Stück eher. 2,70, 2,75, irgend sowas. Ich meine, glaube 2,70 war es. Ne? Und die werden ja ein bisschen breiter. Also das wären jetzt 2,50, ein bisschen weiter wären dann die 2,70. Das wäre jetzt die Frage, also ich habe so eine Idee, du hast eine Idee und wir werden gleich beide Ideen zusammen versuchen. Genau, Brainstorming. Genau, Markierungen sind gemacht. Ja, Marc. Ja. Wir haben da so Markierungen gemacht, ne? Ein bisschen Straßenmalerei, ja. Bei uns in Geldern gibt es da einmal im Jahr normalerweise einen Wettbewerb, aber das sind richtige Kunstwerke. Hier ist ja nur Strichmännchen. Das schaffst du nicht, ne? Nein, das... Nein. Ja, also um euch das mal kurz zu erklären, wir haben jetzt hier aufgemalt... Das ist eher erstmal so separat hier, die Kästchen. Die sind erstmal, ja, erstmal uninteressant. Am besten fängst du von hier an, genau. Blickwinkel, denke genau. ich. Genau, also Plan ist jetzt, wie ihr seht, diese Linie ein bisschen durchzuführen. Das würde bedeuten, dass hier immer Regale von hier stehen. Bis genau. hier ein Raum entsteht. Genau. Also das hier quasi. Wandverkleidung diese Seite, Decke drüber. Genau. Stellplatz. Richtig. Dass hier quasi ein fester Stellplatz ist, wo ein Auto reingeschoben werden kann am besten noch. Gefahren wird eher schwer, weil du nämlich die Tür nicht mehr aufbekommst. Wobei, ist halt für, ja gut, was ist ein Auto? 220 ist ein Auto. Ja, die hast du schon. Spiegel, so, da kriegst du 20 cm Tür auf, müsste noch gehen. Aber im besten Fall kriegt man es einfach rein. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hier Autoplatz. Regal, bis hinten durch, bis hinten zur Wand sogar tatsächlich. Marc hat es nur vorher gezeigt, dass das jetzt bis hier vorne geht, weil das genau dieser Raum werden soll hier. Genau. Genau. Hier. Genau, das wird der Raum. Da ist uns auch aufgefallen, wie schräg eigentlich die Bühne steht. Aber uninteressant, die Wand war einfach nur schief. Die Bühne ist die klar. Wand ist nicht winklig zu dem Rest, genau. Das wird noch ein Raum. Wo Marc jetzt hier, genau? Der ja. Bereich hier. Für spätere mögliche, war die Überlegung, Technik, Reifenmontage, Teilewasch. Genau, genau. Kann man in sich abgeschlossen, ja. Versorgt nicht sonst wo, Gott weiß was. Ja. Bevor ich jetzt das vergesse, das zu erklären, warum wir das Ganze hier machen, oder warum ich das Ganze hier machen möchte, ist, wir beide hatten uns unterhalten gehabt, ich habe hier in der Halle Sachen, die einfach ihren Platz nicht haben. Die haben einfach keinen, man sagt, da gehört das hin, da gehört das hin, das gibt es hier nicht. Mein Werkzeug liegt eigentlich immer auf meinem Werkstattwagen. Im besten Fall halbwegs sortiert. Hm? Ja. Im schlimmsten Fall nein. Sachen liegen auf der Werkbank, weil sie keinen anderen Platz haben. Zum Beispiel, gut, okay, so Unterbodenschutz habe ich hinten aus dem Lager geholt. Ne? Kann man, wenn man jetzt hier sein Regal hat, einfach wieder ins Regal reinlegen, Problem gelöst. Wenn die Sachen einfach hier sind und man immer wieder braucht, dann ist es ja auch nicht sinnig, die ganzen Sachen hinten ins Lager zu räumen, weil du sie nämlich hier brauchst. Richtig? Aber dafür brauchst du hier mehr Flächen, um sie zu lagern, ganz genau. Damit das frei bleibt. Richtig, genau. Dann sowas wie die Couch dahin. Ja? Das geht gar nicht. Das ist zwar okay, dass sie da steht, die steht auf jeden Fall nicht im Weg aktuell. Man kann sich hinsetzen, ne? Habe ich ja eben gemacht. Ne? Ja. Und man sitzt da. Das ist okay, das ist in Ordnung. Aber es ist nicht effizient genug, beziehungsweise es ist einfach nicht schön. So. Und auch so Reifen und sowas, gut, jetzt stehen dann hier vom M und sowas, das ist eine ganz andere Sache. Ja, aber das Ganze soll hinterher dann auch noch ein bisschen weitergehen, wie ihr diesen Strich hier seht. Der geht nämlich bis hinten durch. Willst du erklären? Ja, auch hier kommt auf die Schwerlastregale oben eine Plateauebene, sodass wir hier im L über der Werkbank und im ehemaligen kleinen Bühnenbereich ein Plateau erhalten, eine Ebene, die
hier oberhalb der Werkbank eine Lounge- und Chill-Ecke gibt, mit der Couch, die dann nach oben wandert. Genau. Und in dem Teilebereich der aktuell noch kleinen Hebebühne ein reiner Lagerbereich obenrum. Richtig, genau. Hinten der Lagerbereich wird sehr wahrscheinlich wegfallen. Da werden wir uns noch was anderes einfallen lassen bezüglich Pflegeprodukte, vielleicht zu polieren und so weiter, ein bisschen Platz schaffen, ne, dass man halt mal Autos auch aufbereiten kann und halt auch ein Auto stehen lassen kann, was nicht jetzt unbedingt halt vom Werkstattdreck quasi erfasst wird, auf gut Deutsch. Richtig, weil da kommt ja eine Toranlage rein, damit der Hallenbereich hier heizbar ist. Genau. Damit bleibt Dreck auch von vorne. Ihr könnt euch dann erinnern, dass ich hier immer die Folie hingemacht habe, damit das hier warm bleibt im Winter. Das haben wir auch quasi mit einberechnet in die ganze Sache. Richtig. Weil erst die Idee war, die Wand da hinten wegzumachen. Die so ist die Wand und das haben wir quasi direkt gekillt. Aber auch wieder verworfen, es kommt ein Schiebetor rein, dass der gesamte Vorderbereich, Büro, Pflegebereich komplett dreckfrei von der Werkstatt bleibt. Genau, genau. Und heizbar ist. Genau. Das Ding ist hier, das klingt, ich sag mal so, das klingt für euch jetzt vielleicht relativ viel auf einmal, ist es auch, aber es ist tatsächlich gar nicht so schwer und gar nicht so teuer. Die denken, ich weiß jetzt ganz genau, die schreien jetzt, oh mein Gott, was habt ihr alles vor? Es ist aber tatsächlich nicht so viel. Ihr dürft das nicht falsch verstehen. Diese Systeme hier, das ist quasi vorgefertigt. Wir haben das Ganze ausgerechnet, mehr oder weniger. Da stimmen jetzt die Maße noch nicht ganz. Richtig, nicht mehr ganz. Genau. Das sind Schwerlastregale, die haben eine Tiefe von 80 cm. Ja, wobei 90 eigentlich. Oder 90, eine entsprechende Spannbreite. Das ist eine Einheit. Hier kommt die nächste Einheit. Die stehen mit einem Abstand zueinander, der sich auch nochmal verringert. Genau. Sodass hier 5 Einheiten mit Abständen untereinander stehen, über die oben letztlich dann nur noch Platten aufgelegt werden als Boden. Genau, das wäre dieses Stück hier. Genau. So. Das und dann kommt das gleiche Spiel hier über die Bühne auch nochmal, dass hier oben drauf der Sitzbereich ist, wo hier die große Arbeitsbühne ist und unten frei, um zu arbeiten. Da wird dann aber hier nur ein Regal stehen und hier vorne. Mit einer größeren Spannbreite. Genau. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen, wie wir das abfangen. Das geht. Ja, aber wir haben so viele Traversen sehr wahrscheinlich über, dass wir uns einfach zwei zusammenschweißen. Richtig. Und die quasi dann ein bisschen, ich denke mal, dass man die halt einfach ein bisschen angewinkelt mit einem leichten Grat macht, dass die das Gewicht, dass die dann wieder gerade wird. Das wird, denke ich, sehr unkompliziert werden, da hier Sitzbereich nicht so eine hohe Last aufnehmen muss. Genau. Dass wir hier kein Fuß machen müssen oder sowas, weil das wäre natürlich fatal, das würde alles quasi hinwerfen. Genau. Man kann das natürlich dann auch noch schräg abfangen, nach unten das Ganze, das würde auch noch machbar sein, aber da werden wir hinterher drüber diskutieren, weil das ist, glaube ich, auch nicht Punkt 1, was wir machen werden. Das hier wird erstmal unberührt bleiben, der erste Punkt wird das da sein. Richtig. Dass sich das quasi erstmal entfaltet, dann wird das erste Regal hingestellt, dann müssen wir gucken, ob die Werkbank so bleibt oder ob wir umbauen müssen. Weil rein theoretisch, dass das eins von den großen Regalen dann nämlich hier hinkommt und das würde nicht passen hier. Rüberschieben können wir es dann auch nicht mehr, weil... Das muss nach vorne, nur nach vorne. Oder wir bauen es halt um. Das wird sich dann zeigen, wie wir es machen oder... Ne? Aber aufgrund des Baukastensystems der Bauteile, die Marke jetzt erworben hat, ist es relativ einfach und schnell umsetzbar. Du hast nämlich auch welche gekauft. Ich habe auch welche gekauft, natürlich. Ich kaufe jeden Monat eine Scheiße. Heute schon für morgen sorgen. Ja. Ist es relativ zeitnah, umsetzbar, stabil und nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch, es umzusetzen. Vor allen Dingen, dass man sich halt viel spart dadurch, dass hier gar nicht so viel Luft zwischendrin ist, Leute. Man könnte jetzt klar sagen, okay, anstatt 5 Regalsysteme nimmt man nur 4, hat hier eine größere Lücke, baut eine kräftigere Unterkonstruktion und schon wäre das Ganze auch problemlos machbar. Ich gehe sogar davon aus, dass es theoretisch sogar mit 3 machbar wäre, wenn die Unterkonstruktion dementsprechend stabil wäre. Wenn ich unter den Böden nochmal mehr... Genau. Aber so ist halt, ich brauche viel weniger Holz unter dem Konstrukt und es ist ein richtig stabiles Bauwerk. Und wir haben sie. Ist nicht so, dass wir... Ne? Das Holz, was ich investieren müsste für die Unterkonstruktion, damit es mit größeren Spannweiten machbar ist, kostet letztlich genauso viel wie eine Traverse nochmal reinzusetzen. Genau. Also ein Regalsystem. Weil wir es wirklich, wirklich günstig bekommen haben. Also es ist kein Spaß. Das Ganze beinhaltet natürlich auch, dass diese Bühne wegwandert. Also die Bühne wird quasi gehen müssen. Ne? So leid es mir tut. Aber das ist ja eh die Kleine. Ich wollte sie eh irgendwann austauschen. Falls jemand Interesse hat, könnt ihr mir Bescheid sagen. Aber ich denke mal, bis dahin ist die schon weg, bevor das Video rauskommt. Möglicherweise. Weil es ist ein relativ langes Video und ihr könnt euch dann auch so ein bisschen quasi entscheiden. Das ist ein bisschen Rohmaterial, wir quatschen hier mehr, als wir arbeiten tatsächlich.
Also wir haben ja gearbeitet und zeigen euch dann quasi nur, was wir gemacht haben. Wie gesagt, die Bühne wird wegwandern. Dafür haben wir natürlich einen neuen Platz geschaffen. Ja. Genau, das wäre da hinten. Neue große Bühne, also genau. In der Bauform von der anderen. Genau. Ist hier genügend Potenzial da? Genau. Zugänglichkeit da ist gewährleistet. Genau. Wir haben das gemessen, also beziehungsweise du hast es gemessen. Ja. Genau. Mit der Arbeitsbühne, genau. Dem entsprechenden Luft zur Wand. Genau. Insgesamt kommen wir dann auf, was war das hier? Also, wenn wir so noch weiter rüber rutschen, haben wir hier 4,80 Meter von der Wand. Genau. Die Bühne hat, was war, 3 Meter noch was in der Breite, 3,50. Genau. Wir haben zu der Wand da genügend Arbeitsraum. Wir können eine Werkbank hinstellen. Also das wäre mit Werkbank eingerechnet, Leute. Ja. Das wäre mit Werkbank an der Wand. Warum an der Wand und nicht an der? Ja, ganz einfach. Guckt euch mal den Bus an. Der Bus steht bis ganz vorne. Ist nicht genügend Platz. Genau, wir haben zu der nicht leider genug, nicht genug Platz, genau. Das wäre jetzt quasi der Punkt. Aber Plan war ja auch hier, damit bei vorne zu wenig Platz, genau. Man arbeitet hier rückwärts. Genau. Das heißt, man kann hier auch mit einem Motorkran in dem Bereich arbeiten. Genau. Der Wagen steht nur andersrum auf der Bühne. Richtig. Das ist bei den Bühnen tatsächlich egal, weil die Arme gleich lang sind. Die hat, glaube ich, eine kürzere, eine längere, wobei das aber auch da egal ist, wenn man das Gewicht einhält, glaube ich. Ansonsten würde man sie nur andersrum positionieren. Genau, du drehst einfach nur die Arme, genau, richtig. Du wolltest sagen, das ist jetzt nicht das Problem. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist bei den Bühnen einem egal. Man kann die, man muss, glaube ich, dann einfach nur weniger Gewicht einhalten. Das ist, aber auch, die halten bis zu 4,2 Tonnen, Leute. Ich glaube, das schwerste Auto, was ich habe, ist nicht mal 2. Oder 2. Ich glaube, der Pickup hat 2. Von daher. Ne, da brauchen wir nicht drüber reden, das geht auch so rum. Wie gesagt, man kann es ja auch so rumbauen, dass es direkt so funktioniert. Aber die Tatsache halt, dass wir jetzt schon so gearbeitet haben, dass wir uns das so durchgerechnet haben, dass das auch hier passen würde, auch inklusive Werkbank auf der Seite. Ja. Weil, du kannst ja mal deinen Plan sagen, wer da am Anfang mit der Wand gewesen wäre. Das heißt, wir wären nicht so weit rausgerutscht hier. Dann wären wir näher dran geblieben. Genau. Hier eine Werkbank hinzusetzen, genau. Die von diesem Arbeitsplatz, Stellplatz oder Stellplatz-Arbeitsplatz für Kfz-Aufbereitung, weil hier Potenzial dafür da ist, genau. Beidseitig hätte genutzt werden können. Genau. Aber da hier eh geschlossen werden soll für Heizung, verschwindet dieses Rolltor später hier rein, hinter dieser Wand, die bleibt, es kommt genau. Eine Arbeitsplatte hier vor genau. Und man arbeitet hier. Deswegen haben wir das geswitcht. Genau. Gute Idee war es auf jeden Fall, weil wir würden dem Sockel entgegenwirken, der würde nicht stören, auf beiden Seiten nicht. Genau. Ne, die Werkbank wäre auf einer Seite natürlich höher als auf der anderen Seite, wobei das aber total egal wäre, ne, ob die jetzt auf der einen Seite 10 cm höher ist als auf der anderen. Ja. Wenn man hier am Arbeiten ist, wird es das eh nie bemerken, ob das hier höher ist oder nicht. Die Wand wäre dann weggefallen logischerweise, aber dadurch, dass das halt nicht machbar ist, wäre das glaube ich... Oder nicht sollte, weil ja. Du ja hier den Heizungsraum... Genau. Passt es so sogar besser, da auch genügend Platz ist, funktioniert. Also es wäre eine Geldverschwendung, weil die Heizung es nicht schafft, wenn das hier offen ist, ja. Das hier mitzuheizen. Also insofern bleibt der Bereich für sich. Genau. Man hat sogar den Vorteil, wenn man den Kfz-Aufbereitungs-Stellplatzbereich, der bleibt staub- und dreckfrei, weil ganz die Werkstatt genau. Zu ist. Genau, das ist richtig. Also hier wird weniger Dreck sein, als man denkt. Und man kann das ein bisschen trennen voneinander. Ja. Was halt meiner Meinung nach ziemlich geil ist. Lagerplätze-mäßig wandert auch das Regal, was hier steht, jetzt das Schwerlastregal, auf die Seite, wo meine Pappe jetzt steht. Komplett kommt dann hier genau. Auch eine Wand hoch. Genau. Das heißt, alle Räumlichkeiten verkleinern sich, werden abschließbar für sich, in sich. Genau. So, und Potenzial, dass es sauber bleibt, dass es das ist in dem Raum, das ist in dem Raum. Man findet sich leichter, glaube ich, zurecht. Richtig. Also, Leute, wir schaffen hier... Arbeitsplätze und Lagerräume en masse. Was hast du ausgerechnet? Wie viele Quadratmeter waren das jetzt? Da oben 33 Quadratmeter Fläche. Nur das Stück aber, nicht mit dem, ne? Nee, mit dem zusammen. Mit dem zusammen 33 Quadratmeter. 33 Quadratmeter. Ja, also 33 Quadratmeter zusätzlich. Wir haben die Arbeitsplätze nur verschoben. Genau, die bleiben. Haben einen weiteren Platz. Wir haben natürlich theoretisch ein weniger Platz hier, aber schaffen da vorne ein. Genau. So, also im Endeffekt ist es trotzdem besser, weil man halt weitaus mehr Lagerfläche schafft. Effizienter. Und effizienter, genau. Effizientere Lagerfläche. Und es kommen so Sachen weg, die mich stören, wie zum Beispiel Couch. Ich meine, Couch hier zu haben ist cool, ne? Die wird ja auch weiterhin hier bleiben. Aber halt in einer Position, wo sie nicht stört. Wo man halt sagen kann, okay, man kann da so ein bisschen chillen. Ne? Und wir sind hier in einem Heizbereich. Das heißt, im Büro drüben zu chillen, macht keinen Sinn. Es ist kalt da im Winter. Couch kommt oben, oberhalb genau. Der Bühne.
Das heißt also, wir kennen die anderen The Fast and the Furious, wir sind das Blinig, oberhalb der guten Werkstatt beim Dom, die Ebene mit der Couch. Das bekommen wir dann quasi hier auch. Warmluft steigt nach oben, dann oben ist es kuschelig. Ja, und also die, wie gesagt, die Heizung ist hier und das wird warm hier, auf jeden Fall. Lässt sich da oben gepflegt aushalten und man kann auf den Montagebereich unten gepflegt runterschauen. Also ich glaube, das ist schon Atmosphäre. Ja. Das ist Atmosphäre. Ja. Also wie gesagt, könnt ihr auch mal eure Ideen in die Kommentare hauen. Vielleicht finden wir irgendwas, was jetzt nicht... Ich weiß nicht, ob ich das Video halt vorher machen soll, weil es halt nur so ein Ideending ist. Ja, eigentlich, haust du einfach raus. Eigentlich wäre es besser, genau. Eigentlich wäre es besser, weil dann kann ich auch euer Feedback mit einbeziehen. Es ist nur ein Quatschvideo. Ich schreibe das auch oben fett drüber, damit nicht jemand, der hier erwartet, dass wir hier arbeiten, das unabsichtlich angelegt. Nee, das ist keine Arbeit. Ja, das ist Brainstorming. Ja, das ist die schlimmere Arbeit. Jedes Projekt bedarf einer vernünftigen Gedankengrundlage. Das ist sogar die schlimme. Ja gut, okay, dann wäre es vielleicht doch interessant für euch mit der Bühne, falls einer die haben will. Ne? Also die ist sogar noch Garantie drauf, glaube ich. Ich meine schon, die ist noch keine 2 Jahre alt, also wisst ihr Bescheid. Ja, ich würde sagen, wenn wir das jetzt beenden, dann war es das erstmal. Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe jetzt gedacht, wir machen ein komplettes Video, aber dadurch, dass wir jetzt hier, glaube ich, schon wieder 12 Minuten auf der Uhr haben, ist das Ganze doch relativ lang geworden. Aber man muss ja auch viele Sachen sagen, man muss viele Sachen berücksichtigen, berechnen. Wir haben sogar tatsächlich noch einen kleinen Deal sogar geschlagen gerade. Ja. Das glaubt ihr gar nicht, aber es könnte sein, dass das sogar ganz noch ein bisschen effizienter oben wird. Ne? Also... Ne, das ist tatsächlich ziemlich geil. Also wir werden hier nicht mehr so sein wie vorher. Das Ganze wird ein bisschen strukturierter sein. Ja, ich freue mich ehrlich gesagt. Das ist eine geile Sache, echt eine geile Sache für hier. Das und ist vor allen Dingen ist es halt so simpel tatsächlich, weil das ja fertige Systeme sind. Richtig. Und dadurch wahnsinnig stabil, weil es Stahlsysteme sind. Genau, Stahl. Es wird verankert im Boden. In der Wandbefestigung, es kommt ein Boden drauf, es ist relativ zügig umzusetzen und stabil. Das ist das wahnsinnige Angebot. Also das System hier, wie auch Paul sagte, ne, das ist auf jeden Fall in einem Tag machbar. Ja. Ohne Probleme haben wir das hier komplett fertig. Wir müssen uns noch ein bisschen Gedanken machen bezüglich Leiter, hatten wir eben gesagt. Treppenaufgang hier, ja, wie das konzipiert wird, dass es kompakt ist, aber begehbar vernünftig. Ja, weil Leiter ist für mich halt nicht cool. Nein, wer möchte das schon? Ja. Der Raum ist sowieso im Regelfall ungenutzt, also bietet sich das da an. Müssen wir nur gucken, wie wir es reinkriegen, ohne dass Einschränkungen unten rum sind. Genau, weil theoretisch müssen wir die Breite von der Türe so belassen, weil sonst kann man nicht mehr reinfahren. Genau, vielleicht ein paar Zentimeter unten können wir klauen. Die sind wahrscheinlich unproblematisch. Genau, aber viel mehr auf keinen Fall. Aber das ist eine coole Sache. Also, es wird mega geile Scheiße hier. Das wird richtig geil. Guck, das ist das zweite Mal hier und wir bauen schon um. Nee, aber ich möchte halt langsam halt einfach mal, dass alles seinen Platz hat hier. Dass alles einfach so seinen Punkt hat, wo es hingehört, wo es hin kann. Ne? Ein festes System. Festes System, genau. Aber... Bisa, wir haben ja schon so viel gequatscht. Ihr könnt ja mal eure Sachen in die Kommentare hauen, wenn ihr Bock habt. Achso, ich glaube, die Leute wollten auch wissen, wofür die Dinger sind. Das sollen Regale werden. 30er Regale. Ja. Ne? Die sind jetzt nur grob aufgezeichnet. Falls noch Platz besteht hier. Also, Gedankengang ist es. Ob es umgesetzt wird, ist eine andere Frage, weil das Ganze geht hier natürlich auch noch weiter. Das wird hier weitergeführt über das L, weil bis hierhin geht die... Die Stütze. Von dem Regal hier, genau. Genau. So, damit das jetzt auch. Potenzielle Wandflächen sind halt wieder potenzielle Regalflächen. Ganz genau. In Griffweite vom Arbeitsbereich an der Bühne. Genau. Und Leute, hier ist die Linie. Ich stelle mich jetzt mal auf die Linie. Ne? Und rein technisch wäre das immer noch am Auto arbeitbar. Das ist jetzt ein bisschen blöd wiederzugeben, aber ich stehe vor der Linie. Und ich komme noch nicht mal ans Auto. Wenn 1,20 Meter Entfernung von dem Fahrzeug, wie es hier ist. Ich komme noch nicht mal ans Auto dran. Ich muss jetzt einen Schritt nach vorne gehen, dann würde ich fast ans Auto reinkommen. Also es ist auf jeden Fall noch weitaus Platz. Auch unabhängig davon, ob es jetzt genau so ein E36 ist oder was anderes ist, was vorne ein bisschen länger ist. Aber das muss schon 1 Meter länger sein, damit das hier nicht mehr passt. Ja. Und vor allen Dingen ist das auch ja ein bisschen variabel, was die Aufnahme der Bühne angeht. Wie man das aufbaut und so weiter. Von daher... Ja, im Zweifelsfall wäre es hier zu wenig, stellst du alles rum drauf. Ja, weil auch hier sind tatsächlich die Arme gleich lang. Glaubt ihr mir nicht? Ist aber tatsächlich so. Die sind nicht unterschiedlich. Doch, warte mal, die sind wohl unterschiedlich. Ja, ja, die hat eine andere Stärke. Stimmt, hier. Die ist unterschiedlich. Oder? Ja, toll. Nee, die Stärke sind dieselbe. Die ist noch länger, die ist kürzer. Stimmt. Ja, aber die waren, glaube ich, gleich lang.
Eine von beiden sind gleich lang. Ja, die hier ist etwas länger. Ja, aber guck mal, ich kann den Wagen zum Beispiel auch nicht richtig aufbocken, wie du sie siehst, weil der einfach so eine doofe Position hat. Ich muss den rausziehen schon hier, weil der Teller fehlt ja hier. Mhm. Weil der hinten auf dem Maximalanschlag schon ist. Also da geht ein minimales Stück, aber es reicht nicht, um den Teller hier benutzen zu können. Okay, das ist sehr, sehr sparsam. Verstehst du, ne? Also deswegen ist das gar nicht so schlimm, dass die kürzer oder länger sind. Passt. Das passt, ne? Also wisst ihr Bescheid. Gut, bevor wir jetzt hier uns weiter verhaspeln, wir machen uns noch ein paar Gedanken, vielleicht zeichnen wir noch so ein paar Sachen an, wo was hinterher stehen könnte. Aber das ist der Plan. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, falls ihr da auch eine Idee für uns habt, dann werde ich das Video tatsächlich heute noch schnell schneiden, dass es dann für euch morgen rauskommt und dann könnt ihr selbst entscheiden, beziehungsweise uns Ideen geben, was wir noch verändern können. Verbesserungspotenzial. Aber bitte nicht solche Sachen wie, ja, ihr könnt auch da einen Lift reinmachen und also so Sachen, die nicht bezahlbar sind, brauchen wir nicht drüber reden. Falls einer von euch irgendwie Holzplatten über hat, kann er mir natürlich auch gern Bescheid sagen. Die nehme ich natürlich da gerne. Und vielleicht sogar, vielleicht habt ihr eine Idee, was für eine Dicke. Vielleicht hat ja jemand auch schon mal sowas gebaut und weiß, hey, pass auf, das reicht locker. Wenn ihr 90er Abstand habt, dann nimmt, keine Ahnung, 22er USB, das reicht locker. Oder wir hatten die Idee, 15er zu nehmen und die quasi quer zu, also doppelt zu legen, ne? Um ein bisschen Stabilität zu schaffen. Aber das können wir dann besprechen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ne? Danke dir, Marc, hier. Ne? Bis helfen. Bis letztens. Ja, ich denke mal, du wirst ja dann dabei sein, wenn wir den Rest hier machen, von daher. Ich denke auch. Ja, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video, wenn es dann hier heißt, quasi Aufbau und so weiter. Ich freue mich richtig, ne? Das ist endlich mal so hier. Taten dran. Ich meine, das ist eine mega coole Halle, aber sie ist halt nicht gut genutzt. Und das ist halt der Punkt. Noch nicht, ja, mein Gott. Ja, genau, genau. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Nicht vergessen, abonnieren, liken, Kommentar. Tschüss.